Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Beinahe wische ich nicht, schade. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Festland. Und was ich jetzt tatsächlich am Überlegen bin, da wir den Bauplan für einen Turm bekommen haben, gefunden haben, wenn nicht den vielleicht dann auf unserer zweiten Insel da aufbauen wollen. Wenn man so überlegt, wäre doch nice. Aber wir haben wieder Hunger. Oder so eine irgendwie Connection mit diesen beiden Türmen, dass man von dem einen Turm, dass wir das mit dem Gleiter kombinieren. Dass wir einen Gleiter halt auf der Seite haben und einen auf der anderen Seite, falls wir mal schnell immer rüber müssen oder so. Oder dass wir ein paar Gleiter mehr haben. So, warte mal, jetzt will ich wissen. Hier, Gleiter. Wir benötigen 32 Stöcker, 6 Knochen, 2 Arme, ein Kopf. Okay, ich will nicht wissen, wofür. 8 Seile und 8 Hasenfelle. Okay. Das sind normale Rohstoffe und das ist, warum auch immer wir Knochen, Arme und Köpfe brauchen. Verstehe ich nicht. Das wird aber die größte Herausforderung. Okay, nicht wegen den 22 Stöckern, sondern wegen den 317 Baumstämmen. Das hier, also das hier, verstehe ich nicht. Warte mal, haben wir wieder ein paar Vögel hier? Denn der Hunger kickt langsam. Aber wir sind noch nicht ausgehungert. Noch weit hin da, bis dahin. Aber ich will mir das jetzt mit dem Turm mal ansehen, wie das. Wie das aussieht, wie hoch das dann sein wird und so. Und eventuell schon mal anfangen, den sogar zu bauen. 300 Baumstämme ist ja keine große Herausforderung, also gerade mit diesem Floß hier. Da machen wir Floß 2, 3 mal, ne, 6 mal voll insgesamt, glaube ich. Und dann ist der Drops gelutscht. Ich glaube, für den Turm werden wir, also für den Turm an sich haben, werden wir definitiv weniger Baumstämme verbraten als für das Ding. Da sind wir schon, glaube ich, schon bei 1000 Baumstämme. So, aber langsam müssen wir auch rüber. Langsam müssen wir da rüber. Und da hinten gibt es die Schildkröten. Da haben wir wieder was zu essen. Und ich will ja jetzt nicht unseren Proviant hier, unsere Riegel verbrauchen. Aber dass wir dann da vorne, irgendwie auf der Insel, quasi so einen Turm bauen. Womit wir dann da rüber können oder hier rüber. Oder diesen einen Turm, den ich da geplant hatte, dass wir den komplett wegmachen. Boah, an sich wäre das schon geil. Nur wegen dem Gleiter ist dann die Frage, wie lange hält der? Oder ist er schon nach einmal benutzen kaputt oder so, dass wir dann mehrere brauchen werden dafür? Das weiß ich nicht. Aber echt cool, so ein Gleiter und so einen Turm jetzt zu haben, dass wir sowas kombinieren können. Beziehungsweise wir schauen erstmal, wie hoch ist denn überhaupt der Turm.
Beziehungsweise nachdem wir uns eine Schildkröte gesnackt haben. Da kommen sie ja auch schon. Vielleicht gibt's Essen. So, wir sind da. Hallo. Den haben wir. Und den haben wir. So. Erst mal bei Schnicken. Jetzt mein Schnickers. Hoppla. So, nee. Der ist brauchen wir. Oder kommen wir schmeißen zwei rein. Dann haben wir uns gleich noch eine Schildkröte. Jo, erwischt. So, erster müsste auch schon langsam fertig werden. Ja. Und zweiter ist auch schon fertig. Perfekt. Und dann will ich mir das mal ansehen. Wo haben wir den? Hier. Ich stelle den erstmal nur hier hin, ja? Vielleicht so rum. Ja. Das Ding wird mir den kompletten Platz da wegnehmen. Digga. Aber, voll die Idee. Den werden wir wieder bauen. Wir werden den dort bauen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Den werden wir da bauen. Bevor wir den aber da bauen, dann kann ich den Schildkrötenpanzer erstmal darauf ablegen. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Aber wir werden den da bauen. Mal so ein 100 Kilometer Turm da. Unglaublich. Aber wir können den Turm auch quasi vielleicht sogar noch zusätzlich zu einem Leuchtturm umfunktionieren. Das wäre ja richtig geil. Aber der hat mich jetzt echt so überrascht, wie der da aussieht. Und dann ist auch noch die Frage, wie weit kommen wir damit? Wenn wir den da hinbauen. Aber ich will den jetzt haben. Ich will den jetzt haben. Wir bauen den zuerst dort auf. Das ist gleich auch schon wieder Sonnenuntergang. So, dann sind wir schon da. Und dann bauen wir uns den hier hin. So, wir wollen den dann. Wir setzen den uns. Ja? Der muss schon so sein. Der muss schon in die Richtung gehen.
So, da müssen wir ein bisschen zurück. So. Zweiundzwanzig Stöcker. Ja, das wird. Dann kommt man hier hoch und dann nach da oben. Jetzt brauchen wir 467 Baumstämme. Das wird ja was. Das wird eine Aufgabe. Und ich dachte, die Türme, die ich hier bauen werde, werden schon krass. Der ist für einen Gleiter gemacht worden, kann das sein? Weil der so eine Sprungschanze da hat. Da müsste ich mir mal vielleicht bei Gronkh und Turbinator noch mal angucken, wie die das gemacht hatten, ob die auch sowas hatten. Die hatten auf jeden Fall irgendwann mal so eine Rutsche gehabt, so für ihren Schildkrötenpanzer. Das wusste ich, weil ja irgendwie allein für den Bau dafür die mehrere Folgen noch hatten. Aber so einen Turm kann ich mich gar nicht erinnern. Egal, guckt euch den mal an von hier. Ja, wir fahren jetzt erstmal nach ganz oben. Setzen den Schildkrötenpanzer da ab. Wieder jetzt schon Nacht. Wieder mal. Den will ich jetzt bauen. Also, beziehungsweise ich will auch hier oben fertig haben bei mir. Den will ich gebaut haben. Einer der nächsten Projekte auf jeden Fall. Abzimmer. Legen wir uns mal schlafen. Nee? Ich gehe aus Versehen auf T. So, dann brauchen wir jetzt wieder was zu essen. Und zu trinken. Trinchen brauchen wir auch noch. So, die sind noch frisch. Der ist leer. Den müssen wir gleich auffüllen unten. Digga, das wird eine Monsteraufgabe, das Ding da fertig zu machen. Du, Essen ist fertig. Ganz ehrlich, ich freue mich drauf, den zu bauen. Bin jetzt auch ein bisschen, so fast schon dankbar für den Spoiler, aber trotzdem habe ich jetzt in den letzten Folgen oft genug gesagt, lass das lieber mit dem Spoiler sein, ja? Immerhin weiß ich jetzt, worauf ich achten muss, wenn ich eine Unterwasserhöhle entdecke. Oder wenn ich eine Unterwasserhöhle finden will. Auch so Holzbretter mit Seilen, die im Wasser sind. Aber ich erinnere mich, glaube ich, noch mal so ein bisschen zurück. Den da hinten, den hatten wir sogar schon mal entdeckt gehabt. Nur noch nicht gewusst gehabt, dass wir da drunter eine Höhle finden. Wir haben den, glaube ich, mal genutzt gehabt, als wir irgendwann mal am Anfang des Let's Plays so mal da hinten erkundet hatten und dann so vor Thrombosen Jonas und so geflüchtet sind und dann ins Wasser rein und auf diese Insel.
Dann sind wir irgendwann auf diesen Holzteil da gelandet. Und ich keine Ahnung hatte, wofür das war, aber immerhin jetzt wissen wir das. Oder ich zumindest. Ihr bestimmt habt das alle schon. Ihr habt das alle sicher schon gewusst. Nur die Frage, die ich mir stelle, gibt es auch in den normalen Höhlen solche Baupläne zu finden oder nur in diesen Unterwasserhöhlen oder kann man auch anderweitig irgendwelche freischalten? Würde mich schon interessieren. Für den Bauplan sehen wir von hier aus nicht mehr, aber wir schnappen uns eben den Schildkrötenpanzer hier. So. Wo sind sie? Nein, sind sie. Er war richtig schreckhaft in letzter Zeit. Dann gehen wir mal ausnahmsweise mal darüber. Ich habe momentan ein bisschen wenig Lust auf Konfrontation. Aber trotzdem, eine Sache hatte ich tatsächlich mal gegoogelt gehabt, so, weil abgesehen von den hier, wo man ungefähr Waschbären finden kann. Habe jetzt aber auch nicht den exakten Standort gesucht oder gefunden, besser. Aber eine Sache hat mich schon interessiert, so, wie sicher meine Lage ist eigentlich, die ich hier habe, von einem Stützpunkt, den ich baue. Also die Insel da. Eines der sichersten Gebiete auf jeden Fall für Bauen, für Shelter und so weiter. Aber hier, wo ich mein Holz sammle, eines der unsichersten auf jeden Fall. Hier ist man andauernd mit den Ureinwohnern konfrontiert. Hier kommen die sehr, sehr, sehr häufig. Das wiederum eigentlich an sich ganz gut, weil das würde heißen, dass wir hier eigentlich eine sehr hohe Quelle an Knochen haben. Und Knochen werden wir definitiv in naher Zukunft sehr, sehr, sehr viele brauchen. So. Und die vier Stöcker, die wir haben, packen wir auch schon mal da drauf. So.
Ja, war klar, dass wir daran nicht vorbeikommen. Können wir die Dinge eigentlich kaputt machen? Anscheinend nicht. So haben wir wieder 4, 6, 10 Stück, nice. Hier sind noch 2. Habt ihr das auch gehört? Irgendwas hat sich anders angehört als sonst. War nix. So, den rüsten wir wieder aus. Ich finde schön, wie viele Bambis hier eigentlich rumlaufen. Komische Bewegung mache ich hier. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage auch schon mal wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxeus und ciao.